Liebe Freunde, Shalom aus Jerusalem. Wir befinden uns jetzt im Buharischen Viertel hier in Jerusalem. Das Buharische Viertel, welches gegründet wurde vor über 100 Jahren. Viele Buharen sind hierher gekommen, haben sich hier angesiedelt, haben große Häuser gebaut. Und dieses Haus, was Sie jetzt hier gerade sehen, ist der Arnon Shel Mashiach. Und zwar ein sehr berühmtes Haus, ein sehr berühmtes Bauwerk. Und zwar ist das der Palast des Messias, Elisha Yehudayov, so hieß er, der Erbauer, hat dieses Haus gebaut für die Ankunft des Messias, dass falls der Messias ankommt, dass wenn er ankommt, dass ein Haus für ihn bereitsteht. Und er hat das Haus mit seinem eigenen Geld gebaut und bis heute steht es noch. Über 100 Jahre sind schon vergangen, bis heute steht es noch. Und zwar dieser Erbauer, der dieses Haus hier gebaut hat, was bis heute noch steht, er hat eine Vorgeschichte. Und zwar wird von ihm erzählt, das ist eine echte Geschichte, die bis heute überliefert worden ist. Er wurde mit seinem Sohn gezwungen, zum Islam zu konvertieren. Das war höchstwahrscheinlich noch in Usbekistan, noch bevor sie hier nach Eretz Israel gekommen sind, haben die Muslime ihn genommen und seinen Sohn auch und wollten sie zwangskonvertieren zum Islam. Und das hat es damals in Usbekistan gegeben. Die Juden wurden größtenteils in Ruhe gelassen. Manchmal wurden manche wichtige Juden, die in der Gesellschaft wichtig waren, die reich waren, wurden genommen und man wollte sie zur Schau stellen und man hat sie überzeugt, dass sie halt diese Zwangskonversion machen. Viele haben abgelehnt. Sogar mein Opa kennt noch Geschichten von Juden, die dabei gestorben sind und die das nicht machen wollten. Und dieser Elisha mit seinem Sohn, die waren so stark in ihrer Religion, so stark in ihrem Glauben, dass sie gesagt haben, wir sterben für unsere Religion, wir werden nicht zum Islam konvertieren. Und so hat es sich ergeben, dass sie auf einem großen Berg waren und die Muslime haben denen gesagt, entweder ihr konvertiert zum Islam oder wir schmeißen euch runter von diesem Berg. Und die beiden, sowohl Vater als auch Sohn, haben Hand in Hand beschlossen, dass sie sterben werden und dass sie den Islam nicht annehmen werden. Und darauf haben die gesagt, okay, wir schmeißen euch jetzt runter, haben sie den Vater gefragt, ob er einen letzten Wunsch hat. Denn sie erfüllen ihm diesen letzten Wunsch und danach töten sie die beiden. Und dann hat der Vater seinen letzten Wunsch geäußert und hat gesagt, ja, ich habe einen letzten Wunsch. Mein letzter Wunsch ist es, dass ihr meinen Sohn als erstes runterschmeißt und dann mich. Am Ende hat es sich herausgestellt, Baruch Hashem, die beiden sind nicht gestorben. Es sind Leute gekommen, die haben sie befreit und es ist nicht zu diesem Fall gekommen. Und im Nachhinein hat dieser Elisha eine Seudat Hodaya gemacht. Was ist eine Seudat Hodaya? Das ist ein Essen, ein Dankesessen. Und zwar, man macht einen Tisch, man lädt Freunde ein und Verwandten und Nachbarn von der Straße. Man lädt alle ein, die man kennt. Und danach macht man diese Seuda, diese Mahlzeit und erzählt vor allen anderen dieses Wunder, was einem passiert ist. Und bei dieser Seuda, bei dieser Mahlzeit haben die Leute ihn gefragt. Die haben gesagt, wir haben gehört, was du gesagt hast. Du hast gebeten darum, das war dein letzter Wunsch, dass dein Sohn als erstes weggeschubst wird von der Klippe. Was ist das für ein Wunsch? Normalerweise der Vater geht als erstes und dann kommt der Sohn. Und dann hat er gesagt, ja richtig, normalerweise ist das so. Aber ich hatte Angst und hört gut zu, von dieser Sache können wir sehr viel lernen. Er hat gesagt, ich hatte Angst, dass wenn mein Sohn meinen Tod sieht und ich bin schon tot, vielleicht könnte er dann es sich anders überlegen und dann doch zum Islam konvertieren aus der Furcht, aus dem Schock, den er gerade hat. Und deswegen wollte ich sicherstellen, dass er nicht zum Islam konvertiert. Und er als Erster stirbt, weil ich kann den Tod von meinem Sohn ertragen. Aber dass ein Sohn den Tod von seinem Vater ertragen kann, da weiß man nicht, wie er reagiert. So hat er gesagt. Und deswegen wollte er, dass sein Sohn als Erstes runtergeschubst wird von der Klippe. Das war sein letzter Wunsch. Damit er nicht schwach wird bei dem Tod seines Vaters und nicht zum Islam konvertiert. Als ich diese Geschichte gehört habe, hat mich sehr berührt. Weil von hier aus sehen wir, wie stark die waren. Erstens überhaupt der Fakt, dass sie gesagt haben, wir sterben lieber für unsere Religion, anstatt zu konvertieren. Und dann noch so eine Überlegung zu starten. Von hier aus sehen wir, wie stark die Leute damals waren. Was für einen starken Glauben sie hatten. Was sie für eine starke Emunah hatten. Und wir können davon lernen. Wir müssen davon lernen. In dieser schwierigen Zeit. Denn heute gibt es Leute, man hält ihnen keine Pistole in den Kopf. Die konvertieren freiwillig. Sogar zum Islam. So etwas gibt es auch. Und natürlich sind solche Leute Verräter und natürlich sind solche Leute Menschen, die machen das, weil die keine Ahnung haben. Aber Menschen, die damals wussten, die vor 100 Jahren gelebt haben, die wussten, was das ist. Und die wussten auch, was ihre Religion ist, die haben das geschätzt. Nicht nur, weil es irgendein Glaube ist, weil das deren Leben ist. Und wenn sie diesen Faktor nicht haben, wozu dann leben?
Besat Hashem sollen wir alle gestärkt werden in der Religion, im Judentum, in der Torah und nur gute Zeiten erleben, wir und unsere Kinder. Amen, amen.